Where does he keep that key? It's gotta be hidden, well protected. Da. Da ist das Buch. Oh mein Gott. Jo, Leute, weiter geht's bei Styx. Ja, letztes Mal haben wir hier einen tragischen Arbeitsunfall ausgelöst. Hier. Den untersuchen die Wachen gerade. Was ist da passiert? Nein, ist ein Kran abgefallen. Oder halt Dings. Das Ziel ist es, über diese Brücke zu kommen. Da sind 1-2 Wächter, dann ist da noch ein Armbrustschütze, dann ist da noch einer, der nichts macht. Dann sind da drüben noch welche, also uiuiui, ganz schön hart. Unentdeckt darüber zu kommen, fast unmöglich. Was wir jedoch machen könnten, ist hier eine kleine Ablenkung, beziehungsweise wie sieht's denn da drüben aus? Waren wir hier schon, ja? Ach ja, hier ist das Büro. Hey, eine Münze! Nice. Voller Schweiß. Da liegen die zwei und schlafen. Irgendwie muss man da ja was machen können. Irgendwie. Hinten ist ein Messer. Machen wir mal. Licht aus. Geht's ja nicht hin und macht das Licht wieder an, ne? Ach du Wahnsinniger. Für was mache ich das denn? Habe ich noch ein Messer? Nee. Säure kann man ja nicht werfen, ne? Leider. Die Wurfsäure. Die gute alte. Ja, verdampft. Wäre fast verdampft. Weiter oben können wir auch nichts tun, oder? Sollen wir noch weiter oben uns rausschleichen vielleicht hier an die Wand und so? Ja doch, sieht gut aus. Zum Glockenturm da oben vielleicht. Ja, ich glaube. Speichern wir mal. Ich glaube, wir sind am richtigen Weg. Ja, ich weiß genau, warum ich speichere, weil diese blöden Hüpfpassagen. Echt jetzt mal. Bei jedem neuen Spiel, ich kann es nur jedes Mal sagen. So, von jedem Hersteller. So. Sind das automatische Vorgänge, die immer funktionieren? Nur bei diesem Spiel nicht. Bei diesem Spiel muss man halt... Siehst du? Und da ist man tot auch gleich. Muss man wirklich genau auf einen Millimeter dahin springen, wo man hin will. Ne, also das haben sie Gott sei Dank inzwischen bei neuen Spielen behoben. Dass man so etwas nicht mehr tun muss. So, hoch. So. Wo ist es? Wo bin ich jetzt auf der richtigen Seite, ja? Nee. Das ist ja da drüben. Aber trotzdem würde ich gern zu dem Glockenturm hoch. Einmal die Glocke läuten, bitte. Und obwohl ich die Fähigkeit gelevelt habe, habe ich noch nie jemand vom Hangeln aus getötet, so. Das würde ich auch gern mal machen. Ich glaube, das machen wir jetzt gleich bei dem Wachmann da vorne. Dann gehen wir die Glocke hoch. Vielleicht können wir die ablenken damit. Ah ja, jetzt kommt er. Komm her. Komm her. Nein, er kommt nicht. Also die Zeit haben wir. Da hängen wir uns jetzt ran. Nein.
Selber ist mit dem... Er geht automatisch hoch. Warum geht der automatisch hoch? Jetzt mal dein Ernst, oder? Ich verarsche euch nicht. Der geht echt automatisch da hoch. Ich hätte es so gern gemacht. Mann. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht der falsche Weg. Nein. Ja, da ist ja jemand. Ein Toter liegt da. Da liegen zwei Tote jetzt. Vielleicht sind es drei. Was mischst du dich da ein, Junge? Jetzt sind es vier Tote. Ja, nee. Was mit der Glocke? Vielleicht doch nicht so gut. Oder? Das ist der falsche Weg, oder? Das ist genau die falsche Seite. Da gucke ich jetzt nochmal. Ja, natürlich ist es die falsche Seite. Nee, da bringt uns die Glocke wahrscheinlich nichts. Schade. Ja, vielleicht doch. Vielleicht ist die Glocke der Obermega-Clou, dass alle Wachen dann abgezogen werden. Vielleicht ist auch gar nichts. Vielleicht kann man die Glocke nicht mal läuten. Ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr wisst, warum das so scheiße gemacht ist mit dem Runterfallen, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr wisst, ob ich das rausschneide, dann ist es ein definitives Ja. Ja, ist eigentlich auch die falsche Richtung, ne? Wir sollten doch besser, wir sollten besser hier eine Lösung finden. Die Lösung. Was ist die Lösung? Die Lösung ist wahrscheinlich, einen nach dem anderen wieder mal zu töten. Oder kommen wir vielleicht da oben? Da oben, ja. Da oben lang. Bringt's uns was? Vorne schläft einer. Ich meine, hier ist gerade jemand gestorben. Der schläft. Ja, geht das wieder los. So eine Stellen, die halten mich halt auf, ne? So. Ja, vielleicht ist es doch besser, wenn wir zurückgehen, weil da drüben ja eigentlich die Bahnkiste ist, ne? Diese Seite waren wir ja schon. Ist bestimmt nur ein optionaler Weg, hier reinzukommen. Das haben wir ja schon gut erledigt. Das Einzige, da rüber zu kommen. Ohne gesehen zu werden. Das ist halt ein Mordschleichakt. Fast unmöglich. Wenn nicht überhaupt. Ganz unmöglich. Als erstes müssen wir mal da runter. Das dürfte eindeutig sein, dass wir da durch müssen. Eventuell sogar da unten. Leider keine Wurfmesser mehr, die wären ja zu praktisch. Geh weg da. Hört auf mich.
Da, durch die Gasse vielleicht. Hey, who goes there? It's over for him. No! It's over for him. Ist er wach geworden? Ist er tot? It was nothing. Ja, genau. Ja, ist nix. Sind drei Leute gestorben. Nichts passiert. Und ich habe den Weg gefunden. Wir müssen echt hier lang. Sehr, sehr gut versteckt. Speichern nochmal. Können wir nicht. Speichern jetzt. Jetzt geht's. Anscheinend kann man in der Luft nicht speichern. Oder solange das Spiel meint, du bist in der Luft. So, hier rüber. Jawohl. Da hoch. Hier bin ich. Now all I gotta do is get into one of these chests. Tja. Warenkiste, da müssen wir rein. Wie machen wir? Nein, da ist keiner. Piratenmann? Das ist ein neues Modell, oder? Die habe ich jetzt noch nie gesehen. Oder es ist ein spezieller NPC. Auf jeden Fall ist es gleich ein speziell toter NPC. Nein, ist es nicht. Wow. War das jetzt knapp? Ja. Das war knapp. Verdammt knapp sogar. Der schläft dich, ne? Der lehnt sich nur an. Eigentlich muss ich nur in die Kiste, oder? Der trinkt mal einen Schluck. Oh, ist Durst, ne? Durst, Durst, Durst. Wenn das nächste Mal trinken geht, dann kann ich eigentlich in die Kiste schlüpfen, ne? Dann hätten wir die Mission geschafft. Hoffe ich. Ich hoffe, dass mich dann die Leute ins Luftschiff verladen. Der sieht so verdächtig aus. Oder ich spucke ins Wasser und warte, was passiert. Die trinken eh alle. Gott sei Dank. Jo. Sesam, öffne dich. Hey, you'll never guess what I found in the old boy's place the other night. A secret passage. What? Have you gone crazy? I swear, it's true. I was cleaning the books, I moved one, and it unlocked a secret door. Who'd have thought it? What lay behind? Treasure? A torture chamber? No. Just an office. Office? Doesn't he have enough as it is? The other offices aren't good enough for him. Is that it? Shh! Someone could hear us. So? Nice and comfy, are we? Come on, off to work and be quick about it. Alter, die kann ich nicht abmoxen. Toll. Aber ist langsam, oder? Ein wenig Sichtfeld wahrscheinlich. Well, let's visit the secret office. The key has to be there. Tja. It was quite comfortable on this trip after all. And here I am, right in the apartments of the dear governor. Now I just need to find the key, and I'll be a contented little old rackash. Da sind Kammerdiener oder was das sein soll. Da, oh, das ist der Fette. Der muss jetzt nicht sein, unbedingt. Wie sieht es da oben aus? Boah, mein Gott. Mich würde halt interessieren, ob ich die boxen kann. Von hinten. Damn this fucking armor plate. My
dagger and throwing knives will be useless with all this junk. I need to find another way to neutralize them. Aha, hat mir die Antwort gerade gegeben. Säure, Säure, Säure. Nein, nein, ich bin nicht da. Du hast mich nicht gesehen, du bist dumm. Du hast die Rüstung an. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Gut. Ah, okay. Die Dinger sind also etwas härter. Ein wenig härter. Kann man hier unten vielleicht rein? Die Frage, ob der da guckt, ne? Und wenn, dann muss ich wahrscheinlich was Schweres auf ihn draufwerfen. Oder sie explodieren lassen oder so. Wie Bomben. Damn, this fucking armored plate. Erschreckt mich jetzt mal. Throwing knives will be useless with all this junk. I need to find another way to neutralize them. Nein, geh nicht hierher. Bitte nicht. Gut. Vielleicht kann ich die umgehen. Irgendwie. Strange. Wie kann der mich gesehen haben? Der hat so viel Rüstung vor der Nase. No, there's nobody. Is probably not. Komm, geh doch da drunter. Jetzt mal ehrlich. Wegen dem Ding hier. Ja, toll. Und noch ein bisschen Gefehle. Oh, dang, dang, kaputt. Bisschen Gefehle zum Schluss von der Folge. Aber ich möchte es gerne noch... Also einen möchte ich schon ausschalten von denen. Irgendwie muss es ja möglich sein. So lange lasse ich die Folge jetzt ziehen. Damn this fucking armored plate. My dagger and throwing knives will be useless with all this junk. I need to find another way to neutralize them. Wie? Let's go. Ach, weißt was, ey. Was soll denn das? So, neuer Versuch. Irgendwie müssen wir die doch neutralisieren können. Das muss doch in der Folge jetzt noch gehen. Komm. Damn this fucking armored plate. My dagger and throwing knives will be useless with all this junk. I need to find another way to neutralize them. Alter, war's knapp. Alter. Ui, ui. Und die Säure scheint vielleicht wichtig zu werden. Oder ich darf mich halt einfach nicht blicken lassen. Hey, is someone there? Nein, nein, nein. Du hast keinen Grund, hier nachzugucken. Echt nicht. Du hast nur einen Schatten gesehen. No, nothing. Ja. Genau. Sag ich doch. Der geht den ganzen Tag seine Runden.
Muss auch anstrengend sein mit der Rüstung. Nein, 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 da war nichts. Nichts, nichts. Alter, ich will ja nur zum Versteck jetzt. Ja, er fühlt sich sicher, weil der Rüstungsheini da hinter ihm steht. Und nicht mehr mehr. Komm mit. Da gibt's Blutflecken auf dem guten Teppich. Schade um das gute Stück. Kommt der hoch? Ja, wo soll er sonst hin? Anscheinend nicht. Dort ist ein Messer. Komm, es geht nicht so schnell. Kann ich den jetzt noch in die Kiste stopfen? Nee. Naturellement. Natürlich nicht. Da schraubt einer. Ach, das sind zwei Kisten. Gut. Jetzt nur nicht von dem erwischen lassen. Überall schrubben die hier. Sauber muss es sein. Die Frage. Stellt sich die Frage. Komme ich da rüber und bringt's mir was? Oder gehe ich gerade wieder zurück? Und wo ist der nächste Rüstungsheini? Nothing. Nothing hier. Hier bringt mir gar nichts, ne? Bin ich jetzt einmal den ganzen Ding im Kreis gegangen. Uje, uje, uje. Möchten wir speichern? Bring mal leise um. Kann man den jetzt in den Ofen schmeißen? Das wäre mal kreativ. Komm, enttäuscht mich nicht. Echt, ich habe nicht mal die Möglichkeit. Ich kann nicht mal. Ich kann ihn nicht verbrennen. Ach, weil dahinter eine Tür ist. Ein Geheimgang oder was? Nicht mehr loslassen. Was ist da los? Ach, falsche Taste gedrückt. Deshalb. Und? Schön durch muss er sein. Schön durch. Ja. So mag ich meine Wachen. Da gibt es einen Kriechgang. Der kommt in die Kiste. Was hast du davon? So, das Messer. Vier Leute getötet für ein Messer. Where does he keep that key? It's gotta be hidden. Well protected. Da. Da ist das Buch. Oh mein Gott.
Was ist das für ein... Ich dachte, so ein kleines Büro, von dem sie geredet haben. Aber das ist ja ein Riesending hier. What's this? The floor stones are strange. More of Querberus's bullshit. Ja, das, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. I don't know what you got hidden at the far end of this room, but you sure don't want anybody to find it. Tja. Komm, darf ich mal speichern, bitte? Speichern. Wie immer, falls ihr wissen wollt, was da hinten ist, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt ein Abo, schreibt einen Kommentar, abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge und gucken uns an, was da hinten liegt. Bis dann.